Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Verehrte Zuschauer, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung der Reihe Berlin Talk. Das ist unser Diskussionsformat aus der bundesdeutschen Hauptstadt. Und heute präsentieren wir Ihnen ein neues, aktuelles, aber auch allgemeines, schon länger diskutiertes Thema. Denn, das wissen Sie sicherlich, vor kurzem hat das Bundesinnenministerium eine Studie in Auftrag gegeben, die letztlich Zweifel an der Integrationswilligkeit muslimischer, jugendlicher und insgesamt der jungen Muslime in Deutschland geweckt hat. Integration heißt Teilhabe an der Gesellschaft im Gastland bzw. in der neuen Heimat. Und diese scheint bei den jungen Muslimen zu kurz zu kommen, so zumindest das Statement. Und meistens scheitert es an Bildungsdefiziten. Das Thema, worüber wir heute sprechen möchten, das ist Bildung und Integration. Für diese Sendung haben wir wieder mehrere Gäste eingeladen. Als erstes heiße ich herzlich willkommen Imam Abdul Basit Tariq. Er ist Imam und Religionswissenschaftler der Khadija Moschee, der Ahmadiyya Muslim Jamaat hier in Berlin. Dann neben Imam Saab Herr Dr. Peter Strutzberg, Erziehungswissenschaftler und Lehrbeauftragter der Humboldt-Universität zu Berlin. Er ist letztlich unterrichtet speziell den Fachbereich Unterrichts- bzw. Schulforschung. Und dann gegenüber von mir sitzt Frau Katrin Hoffmann. Sie ist Lehrerin für die Fächer Musik und Ethik und unterrichtet an einer Berliner Sekundarschule. Herzlich willkommen. Das Thema, worüber, wie gesagt, wir gerade gesprochen haben, das ist relativ schwer auch zu fassen. Integration ist ein sehr diffuser Begriff. Ich würde mal so die Reihe durchgehen, Imam Tariq. Was ist Integration für Sie? Wo fängt es an? Was ist die Grundlage? Viele hören Integration, viele sprechen darüber, aber was ist für Sie Integration? Für mich Integration heißt Verständnis für die Mitbürger. Ja? Und dieses Verständnis entsteht, wenn man die Sprache des Landes lernt. Natürlich, es leben hier in Deutschland Araber, Türken, die Menschen aus Asien, die Menschen aus Afrika. Sie haben ihre eigene Sittlichkeit, eigene also sehr unterschiedliche Lebensarten und Weise, Denkarten und Weise. Aber wenn sie alle deutsche Sprache lernen und auch in der Lage sein, dass in diesem Land, in dem sie leben, ein bisschen verstehen, worüber geht es? Zum Beispiel, wenn sie Zeitungen lesen können, wenn sie die Programme auf Fernsehen verstehen können, das ist eine entscheidender Schritt zum Integration. Aber Integration heißt nicht, dass sie ihre eigene Kultur, eigene Sittlichkeiten aufgeben und alles neu. Das ist nicht gemeint. Das heißt, man soll das Verständnis haben, dass meine deutschen Mitbürger denken so, ich denke so. Und natürlich, es gibt gegenseitige Verständnis. Also solange diese gegenseitige Verständnis zwischen den Menschen, die in der gleichen Gesellschaft leben, Integration kann nicht stattfinden. Herr Dr. Strutzberg, viele Leute verknüpfen mit Integration etwas, was man Teilhabe nennen kann. Was ist für Sie Integration? Was ist entscheidend und was ist wichtig? Also, ob eine Minderheitsbevölkerung in der Mehrheitsbevölkerung aufgeht, ob sie integriert ist, kann man, denke ich, auch daran sehen, wie sie soziale Positionen einnimmt. Also wenn es heute schon mehr Ausländer gibt oder Migranten gibt, die als Politiker wirksam werden, als Sprecher von politischen Parteien oder wenn es immer mehr Schauspieler gibt, die im Fernsehen zu sehen sind, dann kann man sagen, also die Integration geht voran. Also genau genommen könnte man sagen, wenn der prozentuale Anteil in allen gesellschaftlichen Positionen der dem prozentualen Anteil entspricht, den sie zur Mehrheitsbevölkerung haben, dann kann man sagen, dann ist das schon eventuell ein Maß für gelungene Integration.
So weit sind wir aber lange noch nicht. Und da ist ja noch ein langer Weg dahin, zumindest so, wie ich das sehe. Sie als Lehrerin, Frau Hoffmann, was begegnen Sie, welche Schwierigkeiten oder welche Hindernisse in der Integration oder welche Erfahrungen haben Sie in der Schule gemacht mit Kindern, mit Jugendlichen, die einen Migrationshintergrund haben? Also ich arbeite ja im Wedding und da ist ganz deutlich, dass das Sprachdefizit das größte Hindernis ist für alles, was gelernt werden soll. Egal, ob gemeinsam Bücher gelesen werden oder ob es Matheunterricht ist oder Naturwissenschaft oder womöglich noch eine Fremdsprache, Englisch oder manche lernen auch noch Französisch. Wer nicht richtig Deutsch kann, der kann auch die anderen Sachen nicht gut lernen. Und wer seine Muttersprache, also das merken wir, also die Türken sagen von sich selber, ich kann das ja nicht beurteilen, sie sprechen nicht gut Türkisch. Ich kann das nur mir vorstellen, weil ihr Deutsch auch nicht gut ist und sie haben kein Sprachsystem, mit dem sie eine andere Sprache lernen können. Und daran scheitert alles, denke ich. Auch die restlichen Fächer. Deswegen sagte der heilige Prophet Muhammad, Friede Gott sei mit ihm, dass das Wissen nach dem Wissen zu erwerben ist der Pflicht jeder muslimischen Mann und jeder muslimischen Frau. Und ich glaube, ein Wissen kann man nicht erwerben in einem Land, wenn man das Landessprache nicht kennt. Wenn wir in Deutschland leben, da kann man viel Wissen nicht erwerben, ohne dass wir die deutsche Sprache zum Teil beherrschen. Und das ist, also ich denke, es überfordert, wir haben vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, es überfordert Schule, wenn Sie jetzt den Auftrag, also wir als Schule haben vor, ich weiß nicht mehr genau, 3 oder 4 Jahren, haben wir gesagt, okay, wir sehen das als Manko, dass besonders die Türken sagen, haben von sich selber gesagt, wir können nicht gut genug Türkisch. Wir haben einen türkischen Lehrbeauftragten an die Schule geholt und freiwillige Türkischkurse angeboten. Und die Schüler sind nicht gekommen, weil es mehr Arbeit war. Sie haben das Angebot nicht wahrgenommen. Und dann haben wir es nach einem halben Jahr wieder aufgegeben, weil wir dachten, wir müssen hier keinen Menschen an die Schule holen, wenn das nicht wahrgenommen wird. Also da war so ein Schritt in die Unterstützung von, ich sag mal, allgemeines Sprachverständnis aufbauen, eine Sprache richtig lernen. Wurde nicht als wichtig. Sie hängen inzwischen, also in der Luft, weder Türkisch noch Deutsch. Also beide Sprachen haben sie nicht beherrscht. Dr. Schutzberg, die Bildung letztlich ist es ja, die einem es ermöglicht, letztlich diese sozialen Positionen, von denen Sie eingangs gesprochen haben, irgendwann zu bekleiden. Jetzt sind viele der Einwanderer bereits seit über 40, 45 Jahren, also 65 ist immer diese Zahl, die im Raum steht. Seitdem gibt es diese Vereinbarung mit der Türkei und später sind auch viele andere gekommen. Seit 40 Jahren sehen wir diese Situation und trotzdem ist die Entwicklung relativ langsam. Liegt das nur daran, dass die Jugendlichen zu wenig Deutsch können oder auch die Älteren nie richtig Deutsch gelernt haben? Ja, ich habe gehört, die Sendung soll nur 50 Minuten sein. Sicher nicht. Aber ich denke, manches hat auch was mit vielleicht zu überhöhten Erwartungen zu tun. Also ich kenne eine Schule etwas genauer in Kreuzberg, die Hector-Petersen-Schule, die vor über 30 Jahren mit abweichender Organisationsform spezielle wirkliche Anstrengungen unternommen hat, um den türkischen Schüleranteil zu integrieren. Zum Beispiel, dass sie Klassen von nicht mehr als 20 Schülern hatten, dass sie zusätzlich Lehrer hatten, dass sie in den 8. und 9. Klassen keine Zensuren gegeben haben. Also alles, zum Beispiel sind die Schüler der 10. Klasse, die deutschen und die türkischen Schüler sind gemeinsam in die Türkei gefahren, damit die türkischen Schüler ihre Heimat zeigen. Diese Fahrten finden nicht mehr statt, weil auch die türkischen Kinder inzwischen entwurzelt sind. Die Lehrer sind inzwischen froh, dass die türkischen und deutschen Schüler, es ist politisch nicht korrekt zu sagen, türkische Schüler, das weiß ich, aber sie sind inzwischen froh, dass sie innerhalb der Schule friedlich zusammenleben. Und vielleicht ist das ursprüngliche Ziel, dass mindestens die türkischstämmigen Schüler genauso viel Lehrverträge kriegen wie die Deutschen,
einfach ein überhöhtes, Ziel gewesen. Also immer noch ist es so, dass sie bei den Lehrabschlüssen benachteiligt sind. Und ja, da ist, es gibt, denke ich, auch Vorbehalte in der, in dem Gastgeberland. Also, es gibt ja eine gewisse Form von Diskriminierung bei der Wohnungssuche, ja, bei der Lehrstellensuche. Ja. Allein wenn man schon seinen Namen ein bisschen komplizierter ausspricht, genau, irgendwo, ist ja man schon im ersten Schritt ja eher auf der Negativliste und muss sich dann durchkämpfen mit seinen Fähigkeiten, um doch besser dazustehen als die anderen. Aber Imam Tariq, nach Deutschland sind ja nicht nur Leute aus muslimischen Ländern gekommen. Hier sind ja auch Leute zum Beispiel auch aus Vietnam oder auch aus anderen Gegenden, auch Italien oder so gekommen. Aber die sind verhältnismäßig relativ gut integriert. Und bei den muslimischen Jugendlichen haben wir dieses Problem. Wohingegen, wenn wir sehen, die Religion als der Islam, wenn wir dann die Grundlage davon sehen, der Koran, da gibt es diesen Vers, sind solche, die wissen, denen gleich, die nicht wissen, nur die mit Verstand begabten lassen sich warnen. Wenn wir so einen Vers jetzt lesen, was ist dann letztlich die Rolle der Religion bei der Bildung? Kann sie motivieren? Natürlich. Der heilige Prophet Muhammad, Friede Gottes sei mit ihm, hat vor 1500 Jahren gesagt, dass nach dem Wissen zu erwerben, ist der Pflicht jeder muslimischen Mann und jeder muslimischen Frau. Und auch sagte er in einem Krieg, er hat in der erste Krieg, Badr, er hat die Kriegsgefangenen gefragt, wer kann von euch meine, also muslimische Anhänger, also Muslime, beim Lesen und Schreiben beibringen. Und dann hat er manche Leute gesagt, ja, wir sind gebildet. Und er hat diese Leute freigelassen, ja, dass sie auch mal Unterricht machen, damit die Leute, der heilige Prophet Muhammad, Friede Gottes sei mit ihm, war sehr dafür, dass jedes einzelne Muslim, egal Mann oder Frau, sie müssen Bildung haben, sie müssen lernen und weiter lernen und sie werden unterrichtet. Der Koran hat überall also diese Menschen gelobt, die Wissen haben, die auch nachdenken, die erforschen in der Universität und weitergeben, auch natürlich weitervermitteln. Einmal sagte der heilige Prophet Muhammad, Friede Gottes sei mit ihm, dass der Mensch, der viel Wissen hat, er hat einen Vorrang über den Mensch, der Tag und Nacht betet, zu Gott betet, wie ein Vorrang des Mond über die Sterne. Ja? Und dann sagte der heilige Prophet Muhammad, Friede Gottes mit ihm auch, dass die Tinte, das Feder, damit das Wissen verbreitet wird, ist teurer als der Blut, das also Martyrer. Ja? Und das heißt, es gibt so viel Wert gelegt, ja, es wird so viel Wert gelegt, dass die Leute lernen. Diese Jungs, was sie mir also gerade genannt haben, unglücklicherweise, weder ihre Eltern sind islamisch erzogen, noch die Eltern sind in der Lage, weiter ihre Kinder nach dem islamischen Sinne zu erzogen. Sie wissen nicht, was im Koran steht. Sie haben nur Koran gelesen wie Papagei. Sie leben nicht ihre Religion. Sie lernen nicht ihre Religion. Und das ist die Unwissenheit von ihrem eigenen Religion Islam, dass sie nicht so, so viel Wert legen für die Bildung, wie der Islam uns gelehrt hat. Also die ursprüngliche Botschaft war ja eine ganz andere. Das ist ja eine hohe Bedeutung, die der Bildung zukommt. Nichtsdestotrotz sehen wir ja diesen Bildungs- und Integrationsdefizit, der ist faktisch in Berlin spürbar. Und wir haben Bezirke, wo man mehr ausländische Sprachen hört als Deutsch. Und das hat dann letztlich, und die Zahl der Migranten ist ja nicht gering. Unter den Schülern sind es etwa 20%. Und in einer aktuellen Studie heißt es, dass etwa doppelt so viele Schulabbrecher unter den Migranten zu finden sind und nur ein Drittel von Abiturienten, wenn man das mit der deutschen Bevölkerung, allgemeinen deutschen Bevölkerung vergleicht. Herr Dr. Stutzberg, kann wirklich dieser Unterschied auf diese Schlüsselqualifikation Sprache zurückgeführt werden? Oder ist der didaktische, der wissenschaftliche Ansatz, wie denen was beigebracht wird, ist der schon nicht geeignet für diese Menschen?
Oh, das ist wiederum eine Frage für eine ganze Vorlesung. Ganz sicher kann man sagen, dass es in vielerlei Hinsicht vor 20 Jahren schon mal besser gewesen ist. Also wenn man mit Grundschullehrern zum Beispiel spricht, gab es Programme, eben auch kleine Klassen, einen zweiten Lehrer, gab es den Versuch Einzelförderung. Also es gab schon, es gibt schon Vorstellungen davon, wie man es machen kann. Und wenn man sich in der Welt umsieht, wo schulische Integration besser gelingt, zum Beispiel in Skandinavien oder in Kanada, weiß man, wie man es besser machen könnte. Ich muss ehrlicherweise sagen, oder ich persönlich, das ist also keine offizielle Meinung, finde so einen gewissen Unwillen auch ja, in dem Gastgeberland, muss man ehrlicherweise sagen. Also man macht vieles falsch, wider besseren Wissens. Und man sagt natürlich immer, es liegt am Geld. Also man kann sich den zweiten Lehrer nicht leisten, man kann sich kleine Klassen nicht leisten, man kann sich also Lehrer nicht leisten, dass sie also richtigerweise nur 20 Stunden unterrichten oder 22. Man lässt sie 28 Stunden unterrichten, wo natürlich individuelle Förderung dabei auf der Strecke bleibt. Das heißt, man weiß es eigentlich. Und ich würde sogar böse fragen, ob es nicht vielleicht systemisch gewollt ist. Aber das ist eine Frage an die große Politik. Es ist eine sehr provokative These. Aber ich würde auch einige Anhaltspunkte finden. Denn Sie haben eine Studie angesprochen. Es gibt eine zweite, die gerade gestern und heute der Chancenspiegel ist veröffentlicht worden. Okay, dann kommen wir drauf, dass also hinter diesen ganzen Fragen nicht bloß religiöse, nicht bloß sprachliche, sondern auch soziale stecken und die vielleicht sogar den Kern genauer beschreiben. Weil also natürlich in der türkischstämmigen Bevölkerung also auch die sozialen Brennpunkte liegen. Ja, also nicht bloß kulturelle und religiöse, sondern vor allen Dingen, vielleicht ist da der Schlüssel besser aufzusuchen. Ja? Ja? Frau Hoffmann, in Berlin haben wir inzwischen, ich sage fast schon Gott sei Dank, ein zweigliedriges System. In vielen anderen Bundesländern haben wir immer noch das dreigliedrige Schulsystem. Und das ist ja letztlich darauf ausgerichtet, dass man nach der vierten oder nach der sechsten eine gewisse Selektion erfährt und dann die guten Schüler mit den guten von woanders zusammenkommen ins Gymnasium und dann so eine hierarchische Abstufung stattfindet. In vielen anderen Ländern, Herr Dr. Strutzberg hat es gerade auch erwähnt, da findet das nicht statt. Und ist dieses Stufensystem in der Schule, ist das vielleicht eine Hürde mit so gravierenden Folgen für die Migranten, dass sie nicht weiterkommen? Ja, das ist natürlich auch, weil ich zitiere meinen Vorgänger, eine Frage für eine ganze Vorlesung, wenn ich denn welche halten würde. Da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze. Ich habe Erfahrungen. Also, ist es in der sechsten Klasse noch zu früh zu entscheiden, wo kommt dieser Jugendliche in ein, zwei Jahren hin? Also ganz klar gibt es unterschiedliche Entwicklungsgeschwindigkeiten bei Jugendlichen. Und manche können das nach der vierten Klasse entscheiden und manche nach der sechsten. Also für mich selber, meine Eltern wollten, dass ich aufs Gymnasium gehe nach der vierten. Und ich habe mich geweigert, weil unsere Schule so gute Musiklehrer hatte. Und ich habe gesagt, nein, ich will dieses Musikfest noch mitmachen und ich will hier bleiben. Und meine Musiklehrerin hat das damals unterstützt und meine Eltern haben mich auf der Grundschule gelassen bis zur sechsten. Sind ja auch Musiklehrerin geworden. Und ich bin dann auch Musiklehrerin geworden. Also es hat mein Leben durchaus nachhaltig geprägt. Und das war zu meiner Jugend, sage ich jetzt mal, noch kein wirklicher Unterschied, ob ich nach der vierten oder nach der sechsten aufs Gymnasium gegangen bin. Ich habe natürlich ein gutes Abitur gemacht und ich habe studiert und jetzt werde ich heute nicht lehren. Für mich war das jetzt kein Unterschied. Ich hätte auch nach der vierten aufs Gymnasium gehen können. Aber viele, die jetzt vom Kindergarten her vielleicht schon gar nicht so viel Deutsch gelernt haben, vielleicht gar keinen Kindergarten besucht haben, nur eine Vorschule. Ich denke, dass das, ja, ich denke, da sind bereits Weichen gestellt. Also wenn ich jetzt meine Nichte angucke, was die schon vorgelesen gekriegt hat,
während ihrer Vorschulzeit, also bis sie in die Schule kamen. Und was sie seitdem selber gelesen hat, das kann man überhaupt nicht aufholen. Und mir ist es ja persönlich relativ egal, ob meine Schüler das auf Türkisch oder auf Arabisch oder was auch immer einer Sprache lesen. Wenn sie überhaupt lesen, bin ich ja schon froh. Meistens können die Eltern das ja gar nicht bieten, weil die ihre eigene Sprache vielleicht auch gar nicht in der Tiefe mit den grammatischen Regeln einem Dritten beibringen können. Ja, vorlesen braucht man ja keine grammatischen Regeln eigentlich. Man muss es ja einfach nur lesen. Wenn man lesen kann, ist schon viel getan. Ja. Und Bilderbücher angucken, damit wäre auch schon viel getan. Und das sind alles Sachen, von denen meine Schüler erzählen, dass sie das so nicht kennen oder in dem Ausmaß nicht erleben. Und die Bücher, die die Schule ihnen vorschreibt, sozusagen dann fast die einzigen sind, die sie lesen. Und nochmal aufs Schulsystem. Das ist ein soziales Problem. Unbedingt. Also ich denke, man kann das aber doch ziemlich deutlich sagen, dass eine zu frühe Trennung auch Chancen vermindert, ganz klar. Nicht? Sie haben vierte oder sechste Klasse, aber manch einer braucht vielleicht bis zur zehnten Klasse, um begriffen zu haben, was das Richtige für ihn ist. Ja. Und wenn er aber schon wegsortiert ist, das ist ja sozusagen die schlimme Botschaft der aktuellsten Studie, dass das System nach oben eben nicht durchlässig ist, nach oben, aber sehr wohl nach unten. Und dass die Absteiger, die Aufsteiger um das Mehrfache übersteigen. Allerdings war, aber ich weigere mich zu sagen, dass nach oben nicht durchlässig war. Also das war es auf jeden Fall auch. Wir haben immer, also ich habe ja vorher in einer Realschule gearbeitet, die jetzt sozusagen umgewandelt wurde in die Sekundarschule. Und wir haben immer auch Leute ans Gymnasium geschickt. Und es war für viele, also ich habe auch jetzt eine Gymnasiastin in meiner Klasse, die freiwillig gekommen ist, weil sie gesagt hat, naja, sie braucht ein bisschen länger bis zum Abitur und an der Sekundarschule sind es 13 Jahre, im Gegensatz zum 12er Abitur am Gymnasium. Das finde ich eine sinnvolle Entscheidung, das kann ich bei ihr auch auf jeden Fall so sehen. Und ich, also, mit Migrationshintergrund? Sie ist Migrantin, ja. Okay. Vielleicht nicht selbst, aber die Eltern. Ja, genau. Also, aber sie würde sich selber so bezeichnen. Also wir haben fast 100% Migranten inzwischen. Also es geht, wenn wir nochmal auf Integration zurückkommen, eher um die Integration der deutschen Schüler in meiner Klasse. Davon habe ich genau zwei. Und mich. Imam Tariq, jetzt kennen wir diese Situation, wenn man durch Wedding fährt oder durch andere Stadtbezirke, dass überall diese Satellitenschüsseln da sind. Und die sind alle in den Süden, Südosten irgendwo gerichtet, wo dann das Fernsehsignal aus der Heimat kommt. Und das läuft bei vielen Familien hoch und runter. Ist das vielleicht einer der Faktoren, dass die Leute weiterhin ihrer Heimat ihre Heimat sich hier aufbauen wollen und nicht erkennen, welche Chancen darin stecken, hier die Integration zu finden und hier die richtige Heimat zu finden? Ich glaube, in meisten Familien mit dem Migrantenhintergrund, es leben die Menschen von zwei Welten, unterschiedliche. Die jungen Leute, die hier gewachsen sind oder hier geboren sind, die gerne gucken die Programme im Fernsehen, deutsche Programme, deutsche Filme zum Beispiel, und auch zeigen Interesse. Da gibt es manchmal Streit, wenn ein Fernseher gibt. Die Mutter und der Vater, sie wollen auch ihre Programme in Arabisch sehen. Arabische Filme, arabische Drama, arabische, weil das ist ihre Heimat. Also sie fühlen sich in Heimat zu Hause. Und da die Kinder, sie leben in einer anderen Welt, vielleicht in einem anderen Zimmer. Und diese manchmal Streit habe ich auch bemerkt. Kinder sehen etwas anders, die Eltern sehen anders. Weil die Eltern haben die Sprache nicht gelernt. Sie, kann man sagen, sie ghettosieren. Also kann man sagen, sie leben in einem Ghetto, in einem kleinen Zell, wo sie fühlen sich, okay, Boden, sie leben auf dem Boden, also deutscher Boden, aber im Gedanken, also ihre Freude, ihre Entspannung liegt etwas in Fernsehprogrammen, wo ihre eigene Heimat ist, weil sie fühlen sich zu Hause. Aber die Kinder, die hier gewachsen sind, die sind unterschiedlich. Und es ist nicht notwendig, dass die Eltern und die Kinder beide die gleiche Fernseh in die gleiche Sprache hören. Das ist nicht der Fall. Das ist meine persönliche Erfahrung. Aber trotzdem, ich glaube, die Kinder können auch ihre Sprache verbessern und dabei auch die Fernsehprogramme, Filme und auch die Programme hat auch eine richtige Unterstützung und auch eine Rolle gespielt, dass die Kinder neue Wörter lernen, neue Ausdrücke lernen,
neue Sätze lernen, manchmal nicht, manchmal auch die Sachen gelernt, die nicht akzeptabel sind. Ja, das kommt ja auch mit dazu. Ja. Herr Dr. Schutzberg, würden Sie sagen, dass wir vielleicht als Erziehungswissenschaftler aus dieser Perspektive, dass wir für, insbesondere für die Kinder, die letztlich zu Hause nicht Deutsch als Muttersprache sprechen, vielleicht etwas wie eine Pflicht, Kindergartenpflicht oder sowas einführen sollten, um sie von vornherein in so ein Netz einzufangen, dass sie früh mit dem Deutschen in Kontakt kommen? Unbedingt. Also ich, möglicher Ansatz. Ja, unbedingt. Also ich finde, dass diese Herdprämie, ne, diese 150 Euro dafür, dass man seine Kinder nicht in den Kindergarten schickt, finde ich ist ungeheuerlich. Und ich habe einen besseren Begriff dafür in der Presse gefunden. Da steht Verwahrlosungsprämie. Ja, das wird noch gefördert, staatlich. Ja, und deshalb, das sind solche Dinge, die ich gerne, womit ich gerne auch meine These stütze, es ist systemisch gewollt. Denn ich meine, was überlegen sich solche Menschen, die als führende Politiker in diesem Land solche, also schlimme Dinge, das ist ein Verbrechen. Ich benutze in den Lehrveranstaltungen bei den Lehrerstudenten gerne Filmmaterial aus Skandinavien und da ist eine ganz wichtige These, auf den Anfang kommt es an. Da wird gefordert, dass in den Kindergärten und in der Grundschule die besten Lehrer sein müssen, weil man da so viel falsch machen kann. Und von Skandinavien weiß ich es nicht genau, aber von Kanada, da sind Kindergärtenerzieherinnen akademisch ausgebildet. Sie haben also eine Ausbildung an der Universität, weil ihnen die Bildung der Kindergartenkinder so wichtig ist. Und in der Regel haben sie sogar Kindergartenerzieher, die auch befähigt sind, in der Grundschule zu unterrichten, also um Kinder da auch über längere Zeit begleiten zu können. Also es gibt Dinge, die man machen kann, die in der Welt passieren. Und wir machen zum Teil Dinge, die der Integration entgegenstehen. Es gibt einen Fall, mein Enkel ist 7 Jahre alt. Und natürlich, ihr Vater und Mutter sind in Pakistan geboren, also meine Tochter und mein Schwager, mein Schwiegersohn. Aber mein Enkel ist in 7 Jahre alt, ist in erste Klasse. Und der deutsche Lehrer hat gesagt, im Diktat null Fehler, Mathematik null Fehler, im Lesen null Fehler. Obwohl, er ist vielleicht 2, 3 Schüler mit dem Migrantenhintergrund, aber alle anderen Schüler sind deutsch. Aber er ist der Beste. Das hat der Lehrer erstaunlich gesagt. Woher kommt das? Manche Kinder sind von Natur, von Gott begabt. Ja. Oder vielleicht zu Hause hat die Mutti ein bisschen Mühe gegeben. Aber da, wo mehr Deutsche drumherum sind. Also ich habe jetzt eine Schülerin, die hat die 10. Klasse gerade abgeschlossen, die kommt aber nach wie vor zur Schulband. Und sie ist jetzt an einem OSZ, wo halt hauptsächlich deutsche Schüler sind. Oberstufenzentrum, ja. Genau. Und ihr Deutsch hat sich innerhalb eines halben Jahres so verbessert. Mhm. Also das ist so deutlich. Und das ist nur der Vormittag in der Schule. Der Umgang. Es ist nur der Umgang. Und sie hört mehr Deutsch, weil an unserer Schule einfach die Einzigen, die noch richtig Deutsch sprechen, sind die Lehrer. Muss man einfach so sagen. Also es gibt sehr wenig Deutsche und die Deutschen, die da sind, die sprechen eher, ich sage jetzt mal, dieses Kiezdeutsch, wie es so der neue Begriff heißt, der Türkischdeutsch. Das bürgert sich ja dann auch ein. Ja. Mamsharik, es wird auch noch immer in der Diskussion auf ein anderes Phänomen hingewiesen, dass muslimische Jugendliche oft sich als stolz auf ihre Religion präsentieren und immer überheblich reagieren, wenn man sie darauf anspricht. Und damit versuchen, mit diesem Argument alles andere zu unterdrücken. Wie kann man das irgendwie theologisch widerlegen, dass das nicht islamisch ist? Nein, nein. Man kann sagen, ich bin der Beste, aber dann soll man sich beweisen, ich bin der Beste. Warum bin ich der Beste? Ich bin der Beste. Ich bin besser als die anderen. Aber warum, aus welchem Grund? Wenn nur Behauptung und
hochnässig und Hochmut ist unislamisch. Und diese Kinder, ich kann feststellen, dass diese Kinder werden von ihren Eltern islamisch und richtig erzogen wurden, noch sie selbst irgendwelche Wissen haben über ihren eigenen Glauben. Ja? Weil der Islam verbietet alle Arten von Hochmut und Arroganz und auch eine immer mitmachen und Demut ist ja islamisch. Warum erheben? Nur weil ich Muslime bin? Natürlich, wenn ich sage, der Koran hat eine wunderbare gesagt. Der Koran hat gesagt, für jeden Mensch ist seine Religion ist am schönsten. Ja, wie ich sage, Alhamdulillah, Gott sei Dank, ich bin Muslim und du bist gar nicht, du bist ungläubig. Aber der andere Mann, der andere Junge sagt, Gott sei Dank, ich bin Christ und du bist ein Muslim, wie Terroristen, ja. Du gehörst zu einer Religion, die heutzutage Terroristen sind. Keine Versöhnung finden. Nein, das ist keine Versöhnung. Das nicht. Also Islam lehrt uns, dass wir alle anderen Gläubigen respektieren, vor allem die Mitmenschen respektieren, egal welche Glaube haben sie. Vielleicht die Menschen auch die konfessionlos sind. Und man muss auch diese Leute respektieren. Respekt für die anderen Menschen, also andere Menschen, Respekt für die anderen Gläubigen. Das ist islamisch. Weil wie kann ein Junge sagen, ich bin besser, du bist nicht? Der Koran hat, also Koran erkennt die Wahrhaftigkeit der Jesus Christus, Moses und Buddha war auch der wahre Gesandte Gottes. Der Islam respektiert und akzeptiert alle Gesandten Gottes. Das ist ja ein versöhnlicher Faktor, der zusammenbringt. Der Koran sagt, ein Gott und dieser selbe Gott hat diese alle Propheten geschickt und sie kommen mit dem ein einzige gleiche Botschaft für die Menschheit. Ja? Und es gibt sehr viele Ähnlichkeiten, die man, kann man sagen, zusammenfügen kann. Nun ist dieses Integrationsdefizit, das geht ja inzwischen über die Bildung hinaus. Bildung ist vielleicht also die zentrale Rolle der Schule und so weiter, wo man was beigebracht bekommt, ist ja auf die ersten 20 Lebensjahre beschränkt. Aber das geht ja darüber hinaus. Und vor wenigen Wochen hatten wir diese viel diskutierte Studie vor Augen, Lebenswelten junger Muslime in Deutschland vom Bundesinnenministerium durchgeführt oder durchführen lassen, wonach es danach aussieht, dass von den 5 Millionen Deutschen, von den 5 Millionen in Deutschland lebenden Muslimen etwa 10% integrationsunwillig sind. Herr Dr. Schonsberg, wie bewerten Sie eine solche Studie und ist Deutschland bei dieser Integration letztlich gescheitert, wenn wir 500.000 Leute haben, die nicht sich integrieren wollen? Zumindest den Anschein erwecken, es nicht zu wollen? Ja, ich möchte nicht so eine Bewertung abgeben, dass Deutschland gescheitert ist, weil man doch immerhin zum Glück auch sagen kann, es gibt, wenn ich das auch... 90%, die es geschafft haben. Ja, einmal das. Es sagt natürlich auch etwas aus über die Schwierigkeiten, über die Dimensionen dieser Problematik, sagt es erstmal etwas. Und dass wir da auf dem Weg sind. Also wenn mich Schüler für eine wissenschaftliche Hausarbeit fragen, woran kann man das denn messen, dass jemand integriert ist, sage ich, das ist schon schwer. Aber wenn es vor 30 Jahren in der Öffentlichkeit noch keine Menschen mit Migrationshintergrund gegeben hat, aber inzwischen gibt es Politiker, gibt es Schauspieler, gibt es Lehrer mit Migrantenhintergrund, gibt es Abteilungsleiter, ne, die in der Wirtschaft führende Positionen einnehmen, dann ist man sozusagen auf dem Weg. Aber man kann natürlich sagen, dass da noch sehr viel vielleicht Sprengstoff drinsteckt. Und dass wir es immer noch nicht gut genug machen. Und es sollte uns auch ein Alarmsignal sein. Ich habe ja vorhin auch beschrieben, dass wir viele Dinge wieder besseren Wissens auch falsch machen. Wir können es besser wissen und machen es falsch. Und es hat einfach damit zu tun, welche Kräfte innerhalb der Gesellschaft nun die stärkeren sein werden. Ich meine, wir kritisieren alle den ehemaligen Bundespräsidenten, aber ich habe auf ihrer Homepage gesehen, dass er da ein ganz gutes Standing hat, ne? Weil er
immerhin öffentlich gesagt hat, der Islam gehört zu unserem Leben. Das war fast mutig, ne? Absolut. kann man das so sagen. Aber Sie sehen auch den Gegenwind, den es gibt. Ja. Ne? Und wir wollen ja den Namen da nicht nennen, der hier so unsäglich gegensteuert. Ne? Das gehört für mich das mit zu den schlimmen Signalen, dass solche Literatur oder so ein Buch so viel Abnehmer findet. Also auf jeden Fall ist es ein Signal, das aufrütteln sollte. Auf jeden Fall, klar. Frau Hoffmann, Sie sind ja jeden Tag in der Schule und Sie stellen auch die Aufgaben Ihren Schülern. Würden Sie sagen, dass die Erwartungen, die das Schulsystem und Sie als Repräsentant dieses Schulsystems an die Kinder, an die Jugendlichen mit Migrationshintergrund stellen, dass sie vielleicht einfach zu schwer sind und deswegen die Schüler sich abwenden am Ende und irgendwann Desinteresse zeigen? Dass die Hürde zu groß ist? Also ich kann von unserem Kollegium sagen, dass wir uns speziell Mühe geben, Texte noch einfacher zu fassen. Also ich selbst war nicht auf der Schulbuchmesse, eine Freundin war da und hatte Bücher gesucht. Und die sind nicht darauf eingestellt, auf migrantische Schüler. Also der Sprachlevel ist einfach zu hoch. Und wenn man dann in Mathe von Textaufgaben redet, da braucht man gar nicht erst anzufangen. Ja, aber ich kann sagen, dass wir uns da besondere Mühe geben. Das würde ich auch für alle Kollegen so sagen. Möglichst einfache Sätze zu bilden. Aber auch die sind manchmal schon zu schwer, weil wir teilweise gar nicht ahnen können, welche Wörter fehlen. Und erst die Fragekultur implementiert werden muss. Also sobald eine Klasse zu mir kommt in der siebten, wir haben sie meistens dann 4 Jahre hintereinander, sage ich, wenn ihr was nicht versteht, fragen, jetzt, gleich. Wenn ihr ein Wort nicht kennt, jetzt, fragen. Ich kann nicht wissen, welches Wort ihr nicht kennt. Und ich merke, jetzt sind sie in der Mitte der 8. Klasse, es wird besser, sie stellen mehr Fragen. Und je kleiner natürlich, wenn wir kleine Gruppen machen können, und das können wir glücklicherweise jetzt dank der Sekundarschule und unseres Migrationsanteils, haben wir relativ viele Lehrerstunden, sage ich mal. Wir können einige Stunden teilen. Dann ist es leichter, Fragen zu stellen. Das ist auch ganz klar. Je kleiner die Klasse, desto besser der Lernerfolg. Wenn ich mich so zurückerinnere an meine Schulzeit, da hatten wir auch manchmal sehr schwierige Aufgaben an einem Gymnasium dann. Und die waren am Anfang auch für deutsche Schüler relativ schwierig. Aber ich muss dann natürlich sagen, meine Deutschlehrerin hatte es dann irgendwann geschafft, dass wir in der 11. Klasse in der Lage waren, im Philosophieunterricht Kant zu lesen und direkt zu verstehen und da nicht so viel fragen zu müssen. Also wenn man die Aufgaben zu klein macht, glaube ich, verliert man auch vielleicht das Interesse. Das ist das Dilemma letztlich, in dem man steckt. Man muss die Letzten mitnehmen und man darf die Vordersten nicht verlieren. Das ist die große Herausforderung jetzt von der Sekundarschule, dass wir wirklich so eine Bandbreite haben. Also das dreigliedrige Schulsystem ist jetzt seit 1,5 Jahren aufgehoben. Aber das heißt, dass die ganze Bandbreite in einer Klasse sitzt. Und sich gegenseitig zu unterstützen, das muss noch wachsen, ja, das ist noch nicht so. Herr Stunzberg, fehlen vielleicht unseren Jugendlichen mit Migrationshintergrund richtige Vorbilder, an denen die sich orientieren können? Leute, die es denen vormachen, durch ihren Lebenslauf, die im öffentlichen Leben stehen oder standen vor wenigen Jahren und es vorleben, wie sie so weit kommen können, dass es Chancen gibt, so weit zu kommen? Also die ersten Vorbilder sind natürlich die Eltern. Ne? Das ist ja die Anfangssozialisation. Und jedes Kind, bewusst oder unbewusst, ahmt auch Vorbilder nach. Die Eltern wirken natürlich so oder so, ob das Kind nun den Vater anhimmelt oder die Mutter sich sozusagen das als Vorbild hernimmt. Es wirkt trotzdem als Vorbild, weil Sozialisationsprozesse verlaufen einfach so. Ich meine aber in der Öffentlichkeit. Ja. Das ist relativ überschaubar, die Anzahl der Leute, an die sich jemand, der eine dunkle Haare hat, vielleicht eine dunkle Hautfarbe, mit dem er sich identifizieren kann, wo er sagt, okay, das ist jemand,
da möchte ich, vielleicht in die Richtung möchte ich auch irgendwann hin. Also wenn die Zahl größer wird, dann werden natürlich auch Identifikationsfiguren. Also ich meine, der bessere Fall wäre natürlich, sie würden in ihrem individuellen Bewusstsein gar nicht mehr diese Unterschiede machen. Na, also auch können natürlich deutsche Politiker, deutsche Boxer, deutsche Fußballer könnten, wenn nur sozusagen die Anfangsintegration einfach besser verlaufen würde. Ne? Also, Fußball ist es ja multinational. Ja, also, so, ne? Also von daher, man müsste sie sozusagen in der Schule nur dazu bringen, das auch tatsächlich zu wollen. Ne? Aber wenn man, wir haben ja zum Glück reichlich Beispiele, wo es gut gemacht wird, aber wenn man Kindern mit Migrantenhintergrund sagt, du bist bloß ein Polacke, du bist bloß ein, dann funktioniert das natürlich nicht. Ne? Also wir merken einfach, dass alles mit allem zu tun hat, was wir hier besprechen. Und da ist die Vorbildwirkung und haben Sie Vorbilder oder nicht, nur eine Teilfrage. Ne? Imam Tariq ist vielleicht als Vorbild, insbesondere für die Muslime, ist das nicht der heilige Prophet Mohammed, der als Vorbild dienen kann? Er selber ist doch in seinem Leben im Alter von etwa 53 Jahren nach 13-jährigen Schwierigkeiten und Boykott und Verfolgung in Mekka dann nach Medina ausgewandert und hat dort ein besseres Leben sich einrichten können. Ja. Gibt es daraus eine Botschaft für jemanden, der heute sich daran orientieren möchte? Ich glaube, das ist das beste Beispiel, weil es steht im Heiligen Koran geschrieben, O ihr gläubigen Muslime, für euch ist das heilige Prophet Mohammed, Friede Gott sei mit ihm, in allen Lebensbereichen das beste Beispiel. Als er ausgewandert hat von Mekka, hat er neue Leben angefangen mit seinem kleinen islamischen Glaubensgemeinschaft dort. Und erstmal, es gibt die Mu'ahad. Mu'ahad heißt, die Leute, und das ist ich glaube, das ist sehr, sehr gutes Beispiel und Vorbild, dass der heilige Prophet Mohammed, Friede Gott sei mit ihm, hat gesagt, diese Leute, die von Mekka nach Medina ausgewandert sind und die Bewohner von Medina, die vorher dort waren, es gibt Mu'ahad. Mu'ahad heißt Verbrüderung oder Brüderlichkeit. Der Prophet hat die Familien, auch die einzelnen Menschen gesagt, du bist der Bruder von ihm. Du bist der Bruder von ihm. Du bist der Schwester von ihm. Er hat manche Familien zusammengeführt. Und was wäre die Botschaft für uns heute? Ja, das ist so, dass wenn wir in ein neues Land kommen, dann müssen wir dort, unser Verhalten sind so sein, dass die Mitmenschen wie zwei Brüder zum Beispiel leben, mit Liebe, Verständnis, und dass sie alles Gutes wollen. Ja, Nachbarn. Dass man eine enge Beziehung pflegt. Was macht ein Bruder für seinen Bruder? Also die Brüderlichkeit heißt alles Gute. Alles Gute für meine Mitmenschen. Wenn wir die Leute von Asien oder arabischen Ländern nach Deutschland kommen, dann die Brüderlichkeit, dieses Vorbild heißt, wir müssen für unsere deutschen Mitbürger alles Gute. Wir beten, zum Beispiel, ich sage Ihnen, Gott sei Dank, dass unsere Ahmadiyya-Muslim-Religionsgemeinschaft, unser geistiger Oberhaupt, Imam, der Kalif, hat uns gesagt, dass wir müssen für Deutschland beten. Wir müssen immer daran denken, was können wir etwas Gutes für Deutschland und für unsere deutschen Mitbürger tun. Der heilige Prophet Mohammed, Friede Gott sei Mit, hat gesagt, Liebe zu dem Heimat ist ein Teil des islamischen Glaubens. Deutschland ist unsere zweite Heimat. Und dafür müssen wir unsere Liebe zu Deutschland, wir wünschen, etwas tun, was gut für die deutsche Regierung ist, was gut für die deutsche Gesellschaft ist, was gut für unsere deutsche Mitbürger und auch Nachbarn ist. Weil es für uns selber ja gut ist, natürlich, weil wir dadurch das Land ja verbessern. Herr Dr. Strutzberg, Sie haben das soeben gehört, das ist diese Ausgangssituation, die es bei der Gründung des Islam vor 1400 Jahren schon gegeben hat, dass man mit dem Ort und mit den Menschen, die am neuen Ort
leben, dass man sehr schnell sich mit denen verbindet. Wenn man jetzt aber schaut, wie kann man denn die Bereitschaft dieser Menschen heute angesichts der Schwierigkeiten, die man hat im Studium oder in der Schule schon, wie kann man sie dazu bewegen, sich den neuen Erkenntnissen nicht zu, ja, vor den neuen Erkenntnissen nicht zu verstecken? Unter anderem auch durch Bildung. Ich habe jetzt immer parallel, fällt mir die Ringparabel von Lessing ein. Hm. Das ist vor 250 Jahren, hatte man ein Bewusstsein von den Problemen, über die wir heute reden. Und er hat das also in eine künstlerische Form gebracht, die man also einmal intellektuell doch sehr gut nachvollziehen kann. Man kann das Stück in der Schule spielen, man kann sie damit vertraut machen. Man muss natürlich sozusagen den Wert deutscher Literatur und was sozusagen an Völkerverbindung oder Völkerverbindlichkeit darin stecken kann, dann kann Bildung also in diesem Sinne auch helfen, es zu verstehen. Also verstehen als erster Schritt, um dann also auch brüderlich handeln zu können. Also verstehen wäre, und da ist Bildung unabweislich. Ne? Abschluss. Sie kennen die Situation direkt in den Schulen, insbesondere auch als Ethiklehrerin. Stoßen Sie da ja auch und dann mit dem Migrantenhintergrund, mit den Jugendlichen zusammen und lernen auch manchmal deren Werte kennen, wie deren Welt funktioniert. Haben Sie da viel Hoffnung, dass sich das in naher Zukunft verbessern wird, dass wir dieses anfängliche Ideal, was Herr Dr. Schunzberg gezeigt hat, dass in der öffentlichen Welt die Partizipation da ist, dass wir das in naher Zukunft erreichen? Oder sehen Sie das eher pessimistisch? Also ich muss sagen, dass ich wünschte das. Es gäbe mehr so Schüler wie manche, die ich auch habe. Aber der Großteil, und der nimmt leider zu, zieht sich auch immer mehr aus der deutschen Sprache zurück und auch aus den deutschen Werten, grenzt sich bewusster ab. Und für mich ist als Frau ist es natürlich, also so gerade so diese frauenverachtende Haltung, die nicht, ich weiß nicht, im Islam begründet ist, aber gelebt wird. Hat der Imam Tariq gesagt? Genau, nein, ist mir völlig klar, aber wird gelebt und wird immer stärker gelebt von vielen meiner Schüler, und das erschreckt mich. Und das ist auch im Ethikunterricht natürlich ganz deutlich, und da versuche ich einfach gegenzusteuern und viele Fragen zu stellen, aber auch manche Mädchen leben das so. Verehrte Damen und Herren, wir haben gesehen, dass Bildung der Schlüssel letztlich zur Integration ist. Wir sind jetzt am Ende der Zeit. Der Islam hält natürlich die Bildung hoch und seine geistigen Fähigkeiten zu entwickeln. Das ist einer der Schlüssel letztlich für ein erfolgreiches Leben. Und wir haben auch einen Konsens hier gehabt, dass elementar und essentiell eigentlich für diesen Schritt die Sprachentwicklung ist. Und dass man seine sprachliche Entwicklung, dass man darin voranschreiten muss. Die Vielfalt, die wir natürlich in der Kultur haben, und der kulturelle Austausch, das ist letztlich auch ein hohes Gut und ein Garant dafür, dass wir eine ausgewogene Gesellschaft haben, dass wir als Europäer ohnehin ja ein Gemisch von Ethnien und Völkern sein möchten. Das ist das Projekt Europa. Da kommt das uns zugute. Und wir werden dann letztlich auch unter diesem Garant für diese ausgewogene Gesellschaft auch zu mündigen Bürgern. Zum Abschluss möchte ich noch hier ein Zitat nennen. Das ist eines der berühmtesten Zitate von Goethe, wo er sagt und wo er schreibt: Wer sich selbst und andere kennt, wird auch erkennen, Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen. Mit diesen Worten hoffe ich, dass Sie einige Einsichten in dieses Thema gewinnen konnten und etwas mitgenommen haben. Ich bedanke mich bei den Gästen, dass sie mit ihren Statements diese Sendung bereichert haben, und bedanke mich bei den Zuschauern, dass sie eingeschaltet haben. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Berlin Talk und wir aus Berlin Ihnen ein neues, interessantes Thema präsentieren. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.